Hallo, ich bin Marvin, hier für musikmachen.de und ich zeige euch heute den Jupiter 50. Es gibt ein paar super coole Features, die aus dem Jupiter 80 1:1 übernommen worden sind. Zum Beispiel die Supernatural Sounds mit der Behavior Modeling Technologie. Und einen davon spiele ich euch mal gerade vor. Und zwar ist das dieser, finde ich, sehr gelungene Trompetensound. Und dann kann man mit dieser Behavior Modeling Technologie unter anderem so Sachen machen wie solche Sachen. Es gibt bei den Gitarren-Sounds die Möglichkeit, richtige Strummings einzustellen. Also muss man sich als Keyboarder keine Gedanken machen über die richtigen Voicings. Das wird alles automatisch erledigt. Es gibt einen sehr anständigen Supernatural-Piano-Sound. Einen sehr gelungenen Tonewheel-Orgel-Sound, wie ich finde. Dafür stelle ich mal.